Tag, liebe Freizeitpark- und Kirmesfreunde. Wir sind im Freizeitland Geiselwind. Heute ist der Eröffnungstag, der 13.04., oder? Ja, ich glaube schon. Und da schauen wir uns jetzt auf jeden Fall die Drachenbucht an, die neue Themenwelt. Wie weit die schon gekommen sind, was es da alles gibt. Genau, 6 Sachen sollen geboten werden. Die Drachenhöhle, das Auge des Drachen. Dann Hopsings Drachenküche, süßer Drache, der Spieletempel und das Drachencamp. So, da geht's dann langsam hin. Schön ist es auf jeden Fall, schon der Weg gepflastert. Wetter war am Anfang okay, jetzt ist ein bisschen bewölkt und windig, aber mein Gott. Gut. Ja, dann schauen wir mal. Ah, warte mal, da hinten ist irgendwas. Da hinten ist irgendwas. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Okay, da schauen wir uns mal an. Bauphasen und Eröffnung. Hier steht am 13.04.2019 Drachenhöhle, Auge des Drachen, Spiele, Tempel und süßer Drache. Und 2020 freut euch auf 2 große Neuheiten in der Drachenbucht. In der Drachenbucht, ja genau. Mai 2019 Drachencamp und Hopsings Drachenküche. Ja, man sieht ja auch, wenn man dann gleich vorbeiläuft, dass es noch nicht ganz fertig ist. Genau, ja, da laufen wir da mal hin. Und Juni 2019 wird so eine Waschküche eröffnet. Schön ist es auf jeden Fall. Ich will noch was zum Freizeitland Geiselwind sagen. Ich finde, der neue Besitzer ist super toll. Macht den Park wirklich schön. Der alte hat ihn echt vergammeln lassen. Der neue macht wirklich was Tolles draus. Das Personal ist auch super nett. Wirklich super nett, das muss man schon sagen. Mal ein Beispiel. Vorhin am Wellenflug, also am Fliegenpilz, da hat das Personal erstmal jedes einzelne Kind begrüßt, denen erklärt, wie das abläuft, dass sie sich da festhalten sollen, eine gute Fahrt und so gewünscht. Also alles wirklich sehr nettes Personal. Kann man nur loben. Oh, die Mülleimer. Leer. Ja, gut, hier wird es noch gebaut, ne, wie ihr seht. So. Na, hier wird man sich dann wahrscheinlich im Sommer, wenn es stand ja Mai, Eröffnung, super schön hinsetzen können und essen. Ein chinesisches Restaurant. Okay. Na, laufen wir mal weiter. Schön asiatische Musik. Gut, und hier haben wir, wie ihr seht, das war ja mal die Space Party. Jetzt ist das Auge des Drachen. Da gehen wir auf jeden Fall auch später drauf, denn es hat schon geöffnet. Da gibt man euch auf jeden Fall noch ein On-Ride. Und dann gehen wir mal nach hinten. Seht ihr, da wird es noch gebaut, das Restaurant. Ja, das wird bestimmt super schön, ne? Wenn es dann Sommer ist, hier die ganzen Blumen blühen, alles schön grün ist. Super. Super. Gut, und hier haben wir das Black Hole und das ist auf jeden Fall ziemlich cool, weil da drin hat sich auf jeden Fall was getan. Da ist einfach nicht nur noch dunkel. Irgendwelche Special Effects sind da drin. Da gibt es auf jeden Fall dann auch nochmal ein On-Ride. Das seht ihr dann alles. Und ja, mehr gibt es da eigentlich zu der neuen Themenwelt nicht zu sagen. Gehen wir mal auch gleich rein, oder? Denke ich mir. Gehen wir mal gleich rein. Und schauen wir mal, wie das ausschaut. So machen wir das. Wir lassen das jetzt einfach laufen und gehen rein. Der Eingang ist ziemlich cool. Chinatown. Also wie gesagt, ich finde, es ist auch der schönste Freizeitpark in Bayern. Das Freizeitland Geiselwind ist meine persönliche Meinung. Jeder hat ja auch einen anderen Geschmack. Mir gefällt's. Hier ist auch noch das Black Hole Schild. Ja, genau.
Dann hören wir uns da mal gleich nein. Muss nur noch losfahren. Hopp. Ich mache hier mal kurz einen Schnitt, sonst dauert es zu lang.